Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich heiße Felix und ich möchte euch heute ein brandneues Projekt vorstellen, das auf der Avalanche Blockchain läuft. Und zwar ist das der AWAX Staker. Und zwar könnt ihr hier eure AWAX gegen eine Staking-Rendite verleihen in 6 verschiedenen Plänen und dabei bis zu 20% täglich generieren. Dass wir hier natürlich von einem Hochrisiko-Invest sprechen, denke ich, brauche ich nicht zu erwähnen, und dass das Ganze hier keine Finanzberatung ist, sondern nur meine persönliche Projektvorstellung und meine eigene Meinung dazu ist, denke ich, auch klar. Die oberen 3 Pläne hier seid ihr flexibel. Das ist der Savings, der Classic und der Premium-Plan. Bei denen könnt ihr zu jeder Zeit euer Investment und eure Rewards rausziehen, da seid ihr flexibel. Die unteren Pläne sind gelockt, heißt, ihr müsst hier eure AWAX, während wir jetzt von einem AWAX reden, ihr Visa wird 14 Tage in dem Plan gespeichert, beziehungsweise 21 oder 28 Tage, und ihr verdient dementsprechend 8, 7,5 oder 7% täglich auf euer eingesetztes Kapital und verdient dementsprechend bis zu 200, bis zu 360 und bis zu 570% Rendite. Jetzt noch zu dem Punkt, wie ihr in das Ganze hier investiert. Ihr müsst quasi eure Wallet hier oben verbinden, auf die Avalanche Blockchain wechseln. Dann könnt ihr hier dementsprechend eure Anzahl an Coins, die ihr hier verleihen wollt, eingeben. Und dann seht ihr hier zum Beispiel auch, ich kann das jetzt einmal demonstrativ bei allen Plänen machen. Dann seht ihr nämlich auch, was ihr nach dieser Anzahl rausbekommen würdet. Hier wären es jetzt zum Beispiel 1,94, hier wären es 3,57 und hier unten wären es 5,65. Nach 28 Tagen hättet ihr euer Kapital quasi ver-5,6-facht. Hier oben wären es 1,96 und hier wären es 1,57 und im kleinsten Plan 1,12. Wie gesagt, hier oben habt ihr den Vorteil, dass ihr täglich eure Rewards rausziehen könnt, beziehungsweise eure Rewards und das Investment, und wärt damit quasi auf der sicheren Seite. Jetzt interessiert euch vielleicht noch, für welchen Plan ich mich entscheiden würde. Also ich werde definitiv in den Silberplan hier unten reingehen, vermutlich mit bis zu 5 AWAX, um dann einen Invest, quasi meinen Invest zu verdoppeln und von aus 5 AWAX 10 zu machen. Einfach aus dem Sinne, ich glaube 14 Tage, für das Projekt erst startet, ist relativ sicher, je nachdem wie sicher halt so ein Projekt sein kann, und habe nach 14 Tagen natürlich mein Geld direkt wieder. Dann möchte ich euch kurz das White Paper bzw. die Dokumente zum Projekt vorstellen. Wie schon erwähnt, das Projekt läuft auf der Avalanche Blockchain und ist ein Fork vom Matic Staker. Falls jemand schon mal von diesem Projekt gehört hat, ist genau ähnlich konstruiert. Anscheinend auch die gleichen Entwickler bzw. die gleichen Leute, die hinter diesem Projekt stehen. Es geht im Grunde darum, wie gesagt, Rendite zu machen mit seinem eingesetzten Kapital. Das Ganze ist natürlich auch geaudited von Haze Crypto. Das Audit haben wir hier einmal. Hier gibt es 2 Dinge, die bemängelt wurden, beziehungsweise die hier zu beachten sind. Und zwar ist es einmal der High Issue. Der High Issue ist im Grunde bei allen solchen Staking-Projekten erwähnt. Da geht es dabei nur darum, dass es ein Hochrisiko-Investment mit ganz hoher Rendite ist. Und dass das auf jeden Fall beachtet werden sollte. Für die Optimierung, was nicht so hoch gewertet wird, geht es darum, dass ihr, wenn ihr mehrere Einzahlungen macht, dass eure Claim Tax bzw. eure Auszahlungsgebühr deutlich erhöht sein kann. Also am besten in eine Menge einzahlen, dann habt ihr dieses Problem nicht. Das sind die 2 Sachen, die hier im Grunde bemängelt werden. Hier wird auch nochmal das ganze Konstrukt bzw. das ganze Projekt auseinandergenommen und hier die verschiedenen Pläne aufgelistet, was ich sogar deutlich übersichtlicher finde als beim Staker drüben, wo ihr hier nochmal seht, hier könnt ihr jederzeit auszahlen, wann ihr wollt, und bei den anderen 3 Plänen, also bei Plan 4, 5 und 6, was in dem Fall die unteren 3, also Silber, Gold und Platinum sind, könnt ihr erst am Ende der Laufzeit euer Geld rausziehen. Minimum Amount sind 0,05 AWAX und der Daily Profit wird jeden Tag um 0,3% gesteigert. Das ist, wie gesagt, auch in den Documents erwähnt. Wenn wir hier jetzt weitergehen, sind auch zum Beispiel Beispielrechnungen. Da sind nochmal die Savings, Classic und Premium. Das sind quasi die ersten 3, wo ihr eure Profite rausziehen könnt. Hier sind mal Beispielrechnungen, das könnt ihr euch gerne speziell durchlesen. Und hier unten sind nochmal die 3 mit den gelockten Plänen, wo natürlich auch deutlich höhere Renditen zu erzielen sind. Aber natürlich auch das Risiko zum Beispiel beim 28-Tages-Plan deutlich erhöht ist, weil man eben 28 Tage nicht an sein Kapital herankommt und nicht auszahlen kann. Das muss euch bewusst sein. Das ist bei allen 3 Plänen hier so. Was der Vorteil ist, wenn man in diesen 28-Tages-Plan investiert,
Das stand hier unten nochmal. Und zwar wird ein Token geairdroppt, der SVTC-Token. Und den bekommen nur die Leute, die in diesen 28-Tages-Plan investiert haben. Der wird anscheinend am 1. Mai, genau, am 1. Mai hier unten 2022 wird der geairdroppt. Also falls das für jemanden interessant ist, in den 28-Tages-Plan zu investieren, wäre das eine nette Nebenbelohnung in dem Sinne. Die Social Handles habe ich jetzt kurz übersprungen. Hier findet ihr auch noch Telegram-Kanal, Discord, Twitter und den Website-Link, den ich euch natürlich auch unten in der Beschreibung verlinken werde, mit meinem Ref-Link, dass euch das bewusst ist. Also es würde mich freuen, wenn mich jemand unterstützt und über meinen Link dann quasi seinen Staking beginnt. Ansonsten haben wir hier noch die Contract-Adresse für die Leute, die sich über die Programmierung informieren wollen, wie das Ganze aufgebaut ist. Wer da drin fit ist, kann sich das gerne einmal in Ruhe anschauen. Was ich abschließend nochmal sagen wollte, dass das Ganze natürlich wirklich Hochrisiko ist. Ihr könnt hier bis zu 20% täglich verdienen. Also das ist absolut keine Rendite, mit der man jetzt im alltäglichen Leben rechnen kann, wenn man außerhalb von Krypto, sage ich mal. Deswegen seid euch dem Risiko bewusst, investiert hier nur Geld, das ihr auch absolut verlieren könnt, mit dem ihr quasi mit dem Investment hier abgeschlossen habt und denkt, ja, vielleicht kriege ich es nie wieder, aber dann ist es nicht schlimm in dem Sinne. Und das soll es auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder so habt, gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder.